Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, willkommen zurück zum Alemannia Aachen Projekt. Ja, wir sind hier immer noch in der Regionalliga West vertreten, man kennt's. Mittlerweile sind es 7 Punkte Abstand auf Platz 1 und wir wollen das natürlich nicht verschlimmern. Natürlich wird es bitter mit den Spielen jetzt gegen Essen, Aalen, Bövinghausen und Köln, Fortuna Köln. Danach wird es ein bisschen einfacher mit Westfalia erinnern, aber dennoch ist es ein hartes Programm. Wir haben hier einiges vor. Mizan darf jetzt nächstes Spiel auf jeden Fall von Anfang an, aber wir reden nochmal vorher mit den Jungs. Ich weiß nicht, habe ich das letztes Mal gemacht? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir reden hier vorher nochmal mit den Jungs. Ja, Mucinchu, du hast gut trainiert. Nee, wir haben das nicht gemacht. Osterland, du hast gut trainiert. Barkhaus, du hast gut trainiert. Die haben alle gut trainiert, ne? Raucher hat gut trainiert. Morera, du hast gut trainiert. Großkreuz, deine Mannschaftsführung ist klasse, ist Kapitän oder was? Gut zu wissen. Du hast gut trainiert. Paul Wagner. Ja, bei dir ist halt das Problem, du bist halt ein Talent, aber von dir kommt nichts. Muss körperlich stärker werden, Hetwer. Ich will ihn nicht beleidigen. Und dann will ich nochmal mit Mizan reden. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Das spricht sich voll reinzuhängen. Dadurch ist seine Form gestiegen auf eine 8. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir gucken mal, wie sieht es denn noch aus? Ich könnte auch eine neue Formation mal ausprobieren, ne? Eventuell. Dass wir auf einen Sechser gehen. Und zwei Zehner mit Griebisch. Oder mit Asviensen als Zehner. Dann könnten wir. Weiter, dann sind wir offensiv ein bisschen. Machen wir mal. Wir gehen mal hier. Asiensen packen wir hoch. Merelles kriegt einen Partner. Du wirst ein bisschen hochgezogen. Dann mache ich euch so ein bisschen weiter auseinander. Und Griebsch kommt dahin. Dann können wir Atemier von Asiensen und dann können wir da mit springen. Das wäre eine Option. Ich kann schon mal Scholl reinmachen, weil Osterland ist gleich sowieso weg. Scholl ist dann wieder fit. Wagner kann ich dann gezielt verleihen. Sogar. Den werde ich aber dann auch jetzt erstmal Transferstatus ändern, auf die Transferliste zu leihen. Der hat ja noch einen langen Vertrag. Dann packe ich den schon mal auf die Leihliste. Spiele anbieten. Ab in die Oberliga. Niedersachsen, komm. Mittelrheinliga. Hessenliga. Gibt's niemanden? Will niemand? Niemand Bock? Israel? Da würde er auch nicht spielen. Ja, müssen wir gucken. Dann verschieben wir ihn erstmal in die Reserveaktion, in die Reserve verschieben. Für 4 Wochen mache ich das jetzt erstmal. Dann wird er da Spielpraxis kriegen. Weil da ist er auf jeden Fall stärker als Maschler. Und spielt sogar links außen. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Er spielt noch nicht mal hier Stammspieler. Weil Meier einfach stärker ist. Jetzt aber auch direkt runtergegangen, ne? Mit der Grundstärke, okay, weil er momentan unglücklich ist. Aber ich will ja nur, dass du spielst. Damian Herd ist ja auch noch hier in der Offensive. Da müssen wir auch noch mal gucken. Also wir haben einiges vor in dieser Folge. Und ich bin echt gespannt, wir gehen nochmal hier auf Taktik. Griebsch ist Spielmacher. Nein, das machen wir, das macht Asbiesten. Sturmtang lassen wir jetzt Kretz. Das machen wir Abschüsse. Wieso sind das, sind die Abschüsse so kurz? So, Abschüsse 40%. Das machen wir 50-50. Warum ist das hier so abgestellt, ey? 80% Einsatz im nächsten Spiel. So, Flankenhöhe. Höher, weil ich große Dinger habe und das bleibt beim Mittelding. Ihr geht hier mit bis zu 50%, ja. Die Abwehrreihe kann schon ein bisschen höher stehen. Anweisung haben die eigentlich alle, ne? Ich hoffe, dass sie das alle haben. Ne, das ist alles falsch eingestellt. Muss ich gleich eine neue Formation wahrscheinlich machen. Du bist Fels in der Brandung. Ja, dann kriegst du das auch.
Du bist Bauterspieler. Oh, du bist ein Baumeister. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es gibt nichts, was ich mehr liebe als diese Baumeister als Innenverteidiger. Ich brauche immer einen Baumeister. Und darauf werde ich mich jetzt auch richten. Ich werde immer einen Baumeister. Und danach ist mir egal, ob es Fels ist oder Kämpfer oder so. Das ist mir so scheißegal. Was machst du? Zehner. Und Dribbling darfst du natürlich gehen. Mereles, du bist auch Dribbler. Ich mach bei dir auch Zehner und auch Dribbler. Perfekt. Ositalo, du bist Flügel. Genauso wie Mizan. Wieso ist das so komisch eingestellt? Muss ich gleich nochmal gucken beim Co-Trainer. Nicht, dass der das jetzt außerdem macht. Ah, du bist sogar Distanzschütze, dann lasse ich dich mal schießen. Laufwege bearbeiten haben wir Aspiansen. Ja, du gehst da mit hin und du gehst komplett mit in die Defensive. Griebsch, komplett hier mit hin. Und ich würde auch sagen, so, dass ihr das ungefähr abgleicht. So, dann machen wir das so. Speichern. Das nennen wir Aachen 2 OM. Neue Formation. Mit zwei Offensiven. Hoffentlich wird es besser. Was ist dein starker Fuß eigentlich? Rechts. Das heißt, du würdest so reinziehen und ja, und bei dir ist der starke Fuß auch rechts. Ja, dann vertausche ich die beiden lieber mal, weil der kann ein bisschen mit links. Wenigstens. Und vielleicht wird uns Wolfsburg-Spieler hier, ne, Bremen-Spieler, Griebsch, ja noch der Matchwinner. Müssen wir gucken. Vielleicht ist das seine Formation, wo er einschlägt. Mit dieser Formation, ich glaube, dass das mit so einer Formation war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, habe ich damals privat mit der Bologna alles geholt, was in Italien zu holen gibt. Und dann bin ich nach Wolfsburg gewechselt und da lief das gar nichts mehr. Aber egal, wir sind wieder stark auf. Wir packen, ja, Morea bleibt erstmal drin. Wir kommen einfach nicht vorwärts. Ich bin jetzt 7 Minuten am Reden und wir kommen einfach nicht vorwärts. So, dann haben wir das gespeichert. Dann gehen wir nochmal kurz in die Mitarbeiter rein. Aufgaben übertragen. Erstellt Trainingsplan, Trainingsgruppen und sonst mache ich alles. Trainingsziele, Trainingsgruppen, ja. Ich verpflichte Jugendspieler. Reservemannschaft macht der Kollege. Finanzen und Infrastruktur, ja. Manage Fanshops habe ich auch gemacht. Infrastruktur, ne, da können wir nichts machen. Also, wo wollte ich hinaus? Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen erstmal weiter. Wir gehen erstmal weiter zum Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Wir sind angekommen beim Spiel gegen Rot-Weiß Essen und hoffen, dass die neue Formation, wo die eine Woche Zeit hatten, sich drauf einzuspielen, fruchtet. Wir müssen mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Slawinski und Kretz sind beide nicht wirklich in Form. Wir nehmen Araucher mal mit. Der darf sogar starten, auch wenn Slawinski ein bisschen stärker ist. Deswegen lasse ich ihn auf der Bank. Lassen wir ihn starten. Bierschenk kommt mit für Ositalo. Ositalo, ja, muss sich halt noch ein bisschen beweisen. Ich glaube wirklich, dass wir darauf gehen, dass wir ihn verleihen. Ich kann hier nochmal gucken, wie sieht es aus bei uns auf der Liste. Ist da noch irgendwas? Linus Zimmer wäre immer noch so ein Ding, ne? Aber wir haben ja eigentlich ziemlich starken Spieler da. Aber hier. Galdu, gut Monster von Rot-Weiß Essen. 66, 19 Jahre, 1,88 Meter groß, kann auch links außen spielen. Wer auch nochmal? Justin Butler für den Sturm. Kann ich auch mitleben. Jaden Brav, Hansen, Rupp. Da Fabian Bolde. Wie sieht's aus mit den Scout-Aufträgen? Habt ihr hier irgendwas Besonderes? Nein, hier ist kein großartiger Bericht. Nur von Hestinger erzählt der Franzose und der defensive Mittelspieler Pacheco. Haben wir eigentlich schon irgendwelche zukünftigen Wechsel? Nee, meine ich doch. Ausgeliehen. Jorgensen hat 17 Spiele, 11 Tore bisher zur Eintracht Celle gemacht. Alte Stärke 59 und er kommt in der 63 Stand jetzt wieder. Martin Flach, 10 Spiele, offensives Mittelfeld. Optimal, der Junge. Bei VfL Oldenburg, 5 Tore. Also die Laien von uns funktionieren. Die Laien von uns funktionieren. Wie sieht es aus mit Kooperationsverträgen? Wir könnten fürs zentrale Mittelfeld jemanden holen von Dortmund. Und von Kopenhagen aktuell niemanden. Ja, Kempel wäre natürlich etwas, ne? Oder Obani, okay, Obani nicht. Toni Latto auch nicht wirklich. Also ist nichts wirklich, wo ich sagen muss, okay, da muss ich jetzt zuschlagen. Da muss ich jetzt zuschlagen. Müssen wir nochmal schauen.
Wir gehen erstmal rein in das Spiel gegen Rot-Weiß Essen und danach können wir weiter gucken, wie wir den Kader verbessern können. Vielleicht finden wir auch noch auf dem Transfermarkt was. Gehen raus, spielen ordentlichen Fußball. Das ist auf jeden Fall unser Einsatz, den wir zeigen wollen. Und let's go. Wir gehen in Rückstand. Ametov mit dem 1:0 gegen uns in der 12. Minute. Können wir hier was dagegen setzen? Wäre auf jeden Fall gut. Araucha hat Bock, sage ich ja. Der Junge hat Bock bei uns zu spielen. Doppelpack direkt. Ich sage ja nicht, dass er sich gerade für die Stammelf beweist, aber 19. und 20. Minute macht er einfach Doppelpack. Und genau so wünsche ich mir das vom Stürmer, ne? Aber wir kassieren leider noch das 2:2 vor der Halbzeit in der 35. Minute. Können wir hier noch in der ersten Halbzeit vielleicht doch noch in Führung gehen? Und nein, wir verschenken die Führung und Scholl mit dem Eigentor. Spielergespräche, komm. Wir kritisieren die 4,5 und die 5 auf jeden Fall. Wir loben die 2,0 und motivieren die 4er. Assistent macht die Massagen. Ich weiß, dass sie das besser können. Araucha hat es gezeigt. Araucha hat es gezeigt, dass sie das wesentlich besser können. Besonders in der Defensive. Ihr müsst euch da ein bisschen fangen. Come on, let's go. Wir, Schenk und Mizan sind nicht wirklich dabei. Deswegen bringen wir jetzt Mengo und Ositalo rein. Einfach um das ein bisschen. Dann geben wir Aspiensen nochmal eine Pause. Und Großkreuz. Und Orte kommt rein für Scholl. Den kann ich nicht mehr wechseln. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir hier nicht das dritte Spiel in Folge verlieren. Es wäre zu bitter. Komm, wenigstens ein Lucky Punch. Aber wir sind nicht bekannt für Lucky Punch, außer wir führen 6:0. Ah, und wir verlieren unser drittes Spiel in Folge bei 8:7 Chancen. Samo Pritka, der gegnerische Keeper. Natürlich sind die Keeper immer unser Kryptonit. So, wir gucken uns die anderen Ergebnisse an. Fortuna Köln spielt 0:0 gegen Oberhausen. Wiedenbrück 0:5 gegen Steinbach-Heiger. Gladbach 2:2:1 gegen AC Dortmund. Westfalia Arena 0:0 gegen Sprockhövel. Rot-Weiß 1:2:1 gegen Hilden. Baumberg 5:0 gegen Wuppertal SV. Schalke 2:1:1 gegen Schwarz-Weiß Essen. Bövinghausen 3:0 gegen Köln 2. Wir sind mittlerweile 10 Punkte entfernt vom ersten Platz. Spieltagsstatistik, wir schauen, von uns ist natürlich niemand da drin. Auch nicht Araucha, der ein super Spiel gemacht hat. Aber Mark Harris ist Spieler des Tages von Steinbach-Heiger. Das sagen wir nur eins. GG, junger Mann. Und jetzt haben wir keinen einfachen Gegner mit Rot-Weiß-Aalen. Ne? 3 Niederlagen in Folge und wir müssen jetzt gegen diese Mannschaft. Aber eine gute Sache gibt es. Max Weiß ist wieder fit. Wir nehmen ihn mit, wir lassen ihn auch von Anfang an spielen. Einfach in der Hoffnung, dass er das aushält. Oder wir bringen Brettlo von Anfang an rein. Haben wir 720er Stärke. Sieht gut aus. Und ja. Ja. Wir haben kein einfaches Spiel hier. Griebsch kommt gut klar mit der Formation. Aber es ist eine viel geilere Nachricht gekommen. Ich habe nämlich einen Spieler verpflichtet. Erstmal wurde Paul Wagner, wird ab den 1.6. ausgeliehen. SG Union e.V. Sangersdorf hat ein Angebot gemacht, wo ich dachte, okay, ja klar, der wird hier auf jeden Fall spielen. Die spielen sogar mit 2 Sechsern, spielen gegen Abstieg in der Nordostdeutschen Fußballverband, also in der Oberliga Nordost-Süd spielen sie. Und ja, da wird auf jeden Fall spielen können. Wir haben hier Peter Jest, okay, der hat Probleme, sich zu integrieren. Natürlich bitter. Aber was ich euch zeigen wollte, wir haben einen Jugendspieler verpflichtet von Bulgarien. Er ist in der B-Jugend und guckt euch das einfach an. Borislav Daskalov. 9 von 10 Talentpunkte. Lifestyle-Ikone und eigenständig. Ich bin schon echt am Überlegen, ob ich ihn nicht direkt... Wir können jetzt erstmal hier Trainingsziele einstellen, dann machen wir mal das Wichtigste. Schnelligkeit ist bei mir immer an oberster Stelle. Ich will auch, dass du eine gute Ballkontrolle hast. Ich weiß nicht, warum die das dann nie hinmachen. Dann machen wir Torriecher natürlich. Kopfballpräzision. Und was ich auch persönlich gut finde, ist, dass sie selber sich den Ball holen können. Dann machen wir das mal auf den nächsten Zehner. So. Nee, da wäre auch der nächste auf den nächsten 30er. So passt das besser. Nee.
Und so meine ich das. Dann machen wir. Obwohl, ne, Ballkontrolle kann schon her. Torriecher. Kopfballpräzision kann als allerletztes gemacht werden. Schnelligkeit ist bei mir da sicherer, finde ich. Und dann werde ich ihnen auch schon direkt einen Vertrag anbieten. Ich will, glaube, erstmal für die zweite Saison und wir werden ihn dann immer wieder hochziehen. Das ist auf jeden Fall mein Plan mit diesem jungen Mann. Für 3 Jahre versuche ich ihn einen Vertrag anzubieten. Und dann wird schon eingestellt. Privatlehre einstellen, Sonderbetreuung, trainiert mit der ersten Mannschaft. Stürmer und muss aufgestellt werden. So. Weil das ist wirklich ein Schnuckel, den man immer wieder einsetzen kann. Und Raucher hat sich bewiesen, der darf auch dieses Spiel wieder von Anfang an spielen. Kretz, ja, und Slawinski bleiben erstmal so. Artemjew, ja. Asviensen. Wir müssen halt schauen. Was ist denn eigentlich so wirklich auf dem Transfermarkt eigentlich los? Wenn ich mal Zehner eingebe. Gibt es hier irgendwas? Es gibt ablösefreie Spieler. Parfundi. Da hätten wir nochmal so ein Talent. Oder Lawrence, einfach die pure Erfahrung. Aber Parfundi wäre, glaube ich, schon Vertragsverhandlung, der wird auch direkt kommen, ne? 19 Jahre. Fortuna Köln verhandelt auch auf jeden Fall mit denen. Du wirst in der Regel spielen und kriegst bei mir 80.000. Akzeptieren sie nicht. Das hat er akzeptiert. Sonst gehen wir auch mal hier hin. Wir gehen auch nochmal. Oh, Hendrik, Alter. Leider nicht verfügbar. Die sind alle nicht verfügbar. Ich brauche nur realistische Transfers. So. Realistische Transfers sind 70er. Könnt mir gut ruhig alle zeigen. Okay, dann machen wir nochmal vereinslos. Vielleicht kommt dann was direkt. So, wir haben Pavoletti, Bonaventura, Dubravka, Duric, Erdogan und Frei. Fabian Frei, Alter. Das ist ja auch noch pure Erfahrung, die wirklich was bringen würde. Aber ja, was soll's. Wir gehen auf die Zehnerposition. Was wird uns hier angeboten? Gibt es irgendwas, wo wir sagen müssen? Oh, da könnte man drüber nachdenken. Justin Deal zum Beispiel. Für die Linksaußen. Für Rechtsaußenposition wäre auf jeden Fall. Und dann hätten wir noch Luca Raimund. Ins Blickfeld aufnehmen. Lucian Schumacher ins Blickfeld aufnehmen. Du wärst Ventura, wäre. Okay, aber das ist egal. Ja, wir haben nichts Besonderes sonst. Wir gehen nochmal auf den Scout. Jorel Hatto. Duran Will und Roger Fernandes. Ja, der ist ja mittlerweile hier und wollte ja nicht bei uns unterschreiben. Wäre auf jeden Fall eine Verstärkung gewesen, wie sonst was, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Rot-Weiß Aalen in die Partie gegen Rot-Weiß Aalen, besser gesagt. Geht raus, spielt ordentlichen Fußball. Und Hauptsache zu Hause gewinnen. Ey, das ist das Wichtigste überhaupt. Dass wir zu Hause zeigen, dass wir eine Macht sind. Ich will keine Punkte liegen lassen zu Hause. Ich will eigentlich am liebsten jedes Spiel zu Hause gewinnen. Das schulden wir den Fans, aber wir gehen wieder in Rückstand. Musowski. Ich weiß nicht, was momentan mit unserer Abwehr los ist. Ich weiß wirklich nicht, was momentan mit unserer Abwehr los ist. Edelmann spielt gar nicht stark. Vielleicht müssen wir schauen, dass wir noch einen neuen Rechtsverteidiger holen. Der Raucher kommt leider auch nicht ins Spiel. Bitter. Wir gehen mit 1-0 Rückstand in die Halbzeit. Ja. Wir kritisieren und motivieren. Und kritisieren nochmal die 4,5er. So, Halbzeitansprache. Das war nicht der Matchplan. Los, Jungs. Los, Jungs, bitte. Bitte, 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 macht irgendwas da. Araujo kommt nicht rein. Die Zahlen kommt nicht rein. Und wir kassieren das 2 zu 0. Ah, nein, jetzt habe ich Großkreuz, also, oh Gott. Ich habe ihn jetzt als. Jetzt haben wir einen Kevin Großkreuz als Rechtsverteidiger, als zentraler Mittelfeldspieler. Und wir kassieren das 13 und wir verlieren einfach unser viertes Spiel in Folge. Wir werden bald gefeuert. Unser viertes Spiel in Folge, nicht ins Folge. In Folge. Wir werden einfach bald gefeuert, wenn es so weitergeht. Wir kriegen momentan einfach auf die Fresse. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wir sind eine der stärksten Mannschaften der Ligen, aber verlieren 4 Spiele in Folge und so werden wir wieder nicht aufsteigen. So spielen wir ein viertes Jahr Regionalliga. Ich weiß nicht, was da falsch läuft. Der Trainer ist schuld. Die Fans brüllen es bestimmt schon von den Rängen.
So, wir gucken uns an den Ergebnissen an. Schwarz-Weiß Essen 1-2 gegen Baumberg. Wuppertaler SV 1-1 gegen Gladbach. Das heißt, die sind nur 11 Punkte jetzt von uns entfernt. Aber wir sind mittlerweile auf den 9. Tabellenplatz gefallen. AC Dortmund 2-3 gegen Rot-Weiß Essen. VfB Hilden 3-1 gegen Bövinghausen. Köln 2 1-0 gegen Fortuna Köln. Oberhausen 1-0 gegen Rühnern. Sprockhövel 0-2 gegen Wiedenbrück. Und Steinbach-Heiger 2-0 gegen Schalke 2. Spieltagsstatistik, wir schauen. Von uns ist niemand drin. Ja, und GG an den Typen. Ich habe vergessen zu gucken. GG auf jeden Fall. Wir sind angekommen beim letzten Spiel in der heutigen Folge gegen Bövinghausen. Die sind auf dem 4., wir auf dem 9. Und es kann sein, dass es unser letztes Spiel wird. Vorher habe ich aber noch die Nachricht, dass unser Stürmer hier akzeptiert hat das Vertragsangebot. Und der wird hier auch jetzt direkt in der ersten Mannschaft eingesetzt, weil unsere Stürmer wollen nicht treffen. Deswegen lassen wir einfach mal den Jungen hier von Anfang an in der ersten Mannschaft spielen, auch wenn wir dadurch schwächer sind. Das ist mir relativ egal jetzt gerade. Wir sind einfach nicht in der Lage, wählerisch zu sein. Das ist genauso wie mit Großkreuz. Ich kann den nicht einbringen für einen Edelmann, einfach von der Gesamtstärke her, weil wir dann noch schwächer werden. Und wir müssen einfach hoffen. Paul Wagner erreicht neue Erfahrungsstufe, hat jetzt eine Grundstärke von 60, wird auch gleich demnächst verliehen. Und wir gehen jetzt rein. Mal sehen, wie es läuft mit den 16-jährigen Stürmer. Vielleicht wird er unser Heilbringer. Scholl, erste Minute gelbe Karte als Innenverteidiger. Hat er direkt gesagt, selber Pfiff zum Schiedsrichter oder was? Wie soll ich mir das vorstellen? Wir sind jetzt die letzten zwei Spiele, die wir hier gespielt haben, immer in Rückstand gegangen in den ersten 20 Minuten. Können wir dieses Mal wenigstens diese Serie beenden? Ich bitte dich, wir dürfen nicht mehr verlieren. Come on, let's go. 30 Minuten. Auf jeden Fall haben wir kein Gegentor kassiert in der ersten Halbzeit. In den ersten 20 Minuten. Die Halbzeit läuft ja noch. Da ist es. Marcel Bär mit dem 1-0. Wir gehen erneut in Rückstand. Ja, Scholl muss runter. Ortel geht rein. Aspiensen ist nicht wirklich fit. Wir bringen ihn und dann machen wir erstmal das hier. Wir haben Einser. Wir motivieren den jungen Mann nochmal und motivieren auch ihn. Wir können das einfach mal machen. Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Ich gebe dir wirklich die Chance, dich ein ganzes Spiel zu beweisen. Ortel jetzt auch. Yersheng kommt rein. Mengo kommt rein. Und mehr kann ich nicht machen. Boris. Nein, wir kassieren das 2-0 und das war's dann auch wieder. Das war's dann auch wieder komplett. Wahrscheinlich verlieren wir hier unseren Job. Wenn jetzt nicht ein Wunder passiert. Aber aktuell wollen sie einfach nicht. Wir kassieren sogar noch das 3-0. Wir kassieren einfach so viele Tore aktuell. Und wir werden nicht besser. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Und das war wahrscheinlich unser letztes Spiel als Aachen-Trainer. Es ist zum Kotzen. Vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Aber ich will auch gar nicht drauf eingehen, auf die Mannschaft, auf die Aufstellung. Ich will mir das jetzt einfach angucken. Wir sind jetzt auf 1. Ich simuliere noch bis zum nächsten Spiel und einfach nur zu schauen, wie das läuft. Und dann müssen wir gegen Fortuna Köln einfach. Ne? Die sind auch mega stark. Und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß nicht, was ich hier momentan machen soll. Wir bleiben aber vorerst mit diesem Boris vorne im Sturm. Schwächephase. Wir reden auch nicht mit der Presse. Wir gehen jetzt doch noch in das Spiel gegen Fortuna Köln. Ich beende die Folge nicht. Ich will hoffen, dass wir hier die Kurve kriegen. Dass wir hier wirklich die Kurve kriegen. Come on. Jetzt sind wir angekommen. Ich bleibe auch einfach drin, was das Reden angeht. Wir lassen Atemjev und Aspiensen einfach. Wir tauschen sie einfach mal, um zu schauen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, Borislav darf weiterhin im Sturm bleiben. Slawinski, ja. Ja, und wir gehen einfach mal wirklich all in. Wir gehen wieder erste Mannschaft. Öffnet Taktik. Zusätzliche Siegprämie. 10.000. So, das ist alles so geblieben. Ah, warte. Einsatz. Wir müssen 100% Einsatz geben und direkt 80% pressen. Weil es geht nicht anders. Wir müssen hier gewinnen. Es geht nicht, dass wir hier wirklich von Anfang an einfach nur... Ja. Wir holen Unentschieden. Wir werden ihnen das Leben
schwer machen. Wir verlieren das heute nicht. Wir verlieren das heute nicht. Auf Ansage. Auf Ansage. Wir werden das Spiel nicht verlieren. Auch wenn sie, Fortuna Köln, von Anfang an Druck macht. Und wir wahrscheinlich wieder verlieren werden, weil wir einfach 6 Spiele in Folge verlieren sollen. Aber wir geben alles. Wir sind zu Hause. Wir sind bei den Fans. Morelles verschießt einen Elfmeter. Das ist egal. Wir sind vor unseren Fans. Wir kassieren das 1-0. Wir können das noch drehen. Wir müssen gewinnen. Es geht um meinen Job, aber der ist nebensächlich. Es geht einfach um den Respekt, den Aachen verdient. Bierschenk mit der gelben Karte. Egal. 39. Minute. Wir gehen in die Schlussphase der ersten Halbzeit. Können wir hier noch den Ausgleich in der ersten Halbzeit machen? Es wäre einfach mega wichtig. Nein, wir kriegen es nicht hin. Wir wechseln durch. Griebisch. Wer kann für Griebisch spielen? Asbjensen kann das spielen. Dann bringen wir dich dahin. Misan. Mengo kommt rein und die gelbe Karte wird ausgetauscht. Assistent, du übernimmst das jetzt mal. Die Situation ist keineswegs aussichtslos. Es ist nur ein 1-0. Ich habe noch einen Wechsel. Wenn Daskalov, der ein gutes Spiel macht, nicht wirklich reinkommt, bringe ich ihn. Aber ich werde wahrscheinlich Ortel für Buchmann spielen oder Großkreuz bringe ich einfach mal. Kriegen wir das hier hin? Ositalo kommt auch nicht wirklich ins Game. Komm, wir bringen ihn jetzt. Wir bringen jetzt einfach Kretz. Wir bringen ihn jetzt einfach in einen anderen Schirmer. Kretz, zeig mir, was du drauf hast. Wir müssen unentschieden spielen. Letzten 10 Minuten laufen. Gibt es den Lucky Punch? Und wir verlieren unser 6. Spiel in Folge. Das war's mit unserem Job. Was soll ich dazu sagen? Wir sind weiterhin auf dem 9. Mittlerweile 17 Punkte von ersten Platz entfernt. Was soll ich dazu sagen? Ich denke, wir werden gefeuert. Und wenn wir gefeuert sind, ist die Aachen-Karriere halt bedauerlicherweise vorbei. Aber dann werde ich eine neue machen. Läuft ja momentan mit Dingsabumster. Und das ist halt bitter. Oder wir machen einfach weiter und gucken, ob wir irgendwo ein Angebot kriegen. Mal sehen, vielleicht kriegen wir irgendwie was Interessantes. Wir simulieren noch zu Westfalia Rühnern. Hoffen, dass wir da noch die Chance kriegen. Und ja. Ja, wir spielen das Westfalia Rühnern Spiel auch noch. Wir spielen es auch noch. Weil ich einfach hoffe, dass wir dadurch unseren Job behalten dürfen. Wir dürfen anscheinend nochmal hier bleiben. So. Aktion in die erste Mannschaft verschieden. Dauerhaft. Du bleibst jetzt mein Stammstürmer momentan. Ich weiß nicht warum, aber die anderen sind sowieso nie in Form und du hast wenigstens halbwegs eine gute Form. So, Griebsch, Morelles, Mizan, die sind alle nicht in Form, aber egal, wir gehen rein. Ich habe Brettlo noch drin. Das kann sein, mit Brettlo haben wir nicht gewonnen. Mizan, 1-0. Wir gehen mal in Führung, das erste Mal, dass wir in Führung gehen. Lukas Griebsch mit der Vorlage, wichtig. Wichtig. Ich nehme euch einfach jetzt gerade komplett mit, Alter. Die Folge wird bestimmt so lang. Ich glaube es gar nicht. Aber Bierschenk macht das 2-0. Ey, wir führen mal. Wie fühlt sich das? Es fühlt sich einfach so wunderschön an. Es fühlt sich einfach mal wunderschön an, von Anfang an zu führen und nicht einen Rückstand hinterher zu laufen. Wir haben einmal kurz geführt, aber dann haben wir zur Halbzeit 3-2 hinten gelegen. Und das war's dann auch. Wir gehen mit den 2-0-Führungen in die Halbzeit. So. Assistent, du übernimmst. Halbzeitansprache. In der Halbzeit drehen wir richtig auf und gewinnen das Ding. Wir dürfen hier nichts mehr anbrennen lassen. Asbjensen, kommst rein für Artemiev. Sie kriegen es gerade gebacken. Buchmann macht auch ein Tor. Es ist wunderschön gerade. Jonas Kühl macht die Vorlagen. Der hat gerade Bock. Wir tauschen die Offensive einmal durch. Daskalov, gibt er sein erstes Profitor? Nee, leider nicht. Aber egal, Kretz kommt jetzt ran und vielleicht kann Kretz sich endlich wieder warm schießen. Slawinski wird wahrscheinlich dann verliehen. Oder Kretz, ich schaue einfach mal, wer stärker ist demnächst. Und Daskalov ist mein neuer Stammstürmer. Ich weiß nicht, ich will einfach auf dieses Talent setzen. Gelb-rote Karte nochmal für Westfalia Rühnern. Und wir haben den Flug gebannt. Nach 6 Partien ohne Sieg. Nach 6 Partien ohne Punkt. Gewinnen wir gegen Westfalia Rühnern.
Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. 5 zu 7 Chancen, war trotzdem ausgeglichenes Spiel. Es ist so wichtig. Gladbach hat sogar verloren. Das heißt, wir sind sogar rein theoretisch rangekommen in der Rückrunde hier. Und dann geht's in der nächsten Folge, geht's direkt weiter. Spieltagsstatistik, Kühn ist sogar in der 11. Spieltag, ist aber Magnus Solheim ist Spieler des Spiels, des Tages. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Hier würde ich die heutige Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt mir in die Kommentare irgendwelche Tipps, die ich machen soll, um vielleicht noch die Kurve zu kriegen, vielleicht doch nicht gefeuert zu werden in der nächsten Folge. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge gegen Wiedenbrück, wo es wieder ziemlich schwer wird, aber egal. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass